Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Cyberport Unboxing. In dieser Folge werfen wir einen ersten Blick auf ein Smartphone aus Fernost. Das Xiaomi Mi 6. Im Lieferumfang enthalten sind das Smartphone selbst, eine Silikonschutzhülle, ein Netzteil mit USB auf USB Typ C Kabel, ein Adapter von USB Typ C auf 3,5 mm Klinke sowie ein Booklet inklusive SIM-Kartentool. Die in Europa weniger bekannte Marke Xiaomi wird in China für günstige, aber hochklassige Smartphones geliebt. Diese hohe Qualität bestätigt sich auch in unserem Ersteindruck. Das gläserne Gehäuse des Mi 6 ist bestens verarbeitet und liegt dank seiner großzügig abgerundeten Ecken und Kanten sehr gut in der Hand. Auch wenn das Gewicht von rund 170 Gramm etwas überdurchschnittlich ist. Der Bildschirm misst 5,15 Zoll in der Diagonale und löst in 1920 x 1080 Pixeln auf. Unter dem Panel haben wir den kapazitiven Home-Button, der auch als Fingerabdruckscanner dient. Über dem Display befinden sich ein Lautsprecher sowie eine 8-Megapixel-Frontkamera. Bei der Hauptkamera auf der Rückseite handelt es sich um ein Dual-Kamerasystem mit einer Auflösung von jeweils 12 Megapixeln. Auf der rechten Seite des Mi 6 haben wir den Power-Button und die Lautstärkewippe, auf der gegenüberliegenden Seite den Schacht für zwei Nano-SIM-Karten. Einen Slot für eine Micro-SD-Karte gibt es hier leider nicht. Die Oberseite bietet uns ein Mikro nebst Infrarotsender, während unten der USB-Typ-C-Anschluss bereitsteht. Links und rechts davon wurde ein zweites Mikrofon und ein zweiter Lautsprecher verbaut. Und das war's auch schon wieder mit dem Unboxing. Mehr Infos zum Xiaomi Mi 6 gibt es wie immer in unserem Testbericht.